Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Skylander Trap Team. Und ja, wir machen jetzt weiter, wo wir jetzt stehen sind. Wir schauen uns zuerst mal kurz an, was hier auf der Wand Neues gibt vielleicht. Suchposter. Wir haben ein paar Quests, die können wir teilweise schon beenden, ein paar sind nicht, aber wir haben schon was beendet. Ich würde sagen, gehen wir weiter. So, man kann sagen, dass ich natürlich die Traps hier in der Nähe nehmen muss. Da wir ja schon ein paar Bösewichte gefangen haben. Entschuldigung, so. Dass wir die ja dann auch verfügbar haben, wenn wir sie brauchen. Okay, dann sprechen wir mal mit Finn. Sieht aus, als würden wir Buzz an einem Ort namens Chompyberg treffen. Klingt spannend. Also die Sache mit dem Chompyberg. Wegen diesem Buzz bin ich mir noch nicht sicher. Egal. Bist du soweit? Natürlich sind wir soweit. Okay, brechen wir zum Chompyberg auf. Und wo wir schon mal dabei sind, kann ich dir mehr über meine fantastischen Pilotenfähigkeiten erzählen. Natürlich könntest du sie dir auch aus erster Hand ansehen, aber es ging noch besser, wenn ich sie beschreibe. Ja, da kann man ein bisschen zureimen und dichten und alles ist super. Der Chompyberg, hier hat man auch eine Quest, wo ich weiß. Das ist bestimmt der Chompyberg da drüben. Der nächste super Bösewicht und mein Mit-Enchilada-Fan, der Chompy-Mage. Wusstest du, dass ich auch mal einen Berg hatte? Mount Flynnmore hieß der. Er bestand aber komplett aus Kuchen. Und nach dem ersten Regenguss, husch, da war einfach weg. Ach, hätte ich das doch nur vorher gewusst. Dann hätte ich noch viel mehr davon gegessen. Egal, ich glaube, ich sehe Buzz. Viel Glück, Skylander. Und wenn du rausfindest, dass auch der Chompyberg aus Kuchen ist, dann lass es mich wissen. Okay, wir ganzen Berg verspeisen, nicht schlecht. So, mal schauen, was für Skylander hier stärker sind. Wir werden uns jedes Mal wechseln, wenn wir einen Skylander nötig, den wir gerade nicht haben. Okay, ist das jetzt der richtige Weg? Aber wir möchten ja nichts verpassen. Ich glaube, hier geht es normalerweise weiter. Hier kann ein Geheimnis sein. Aha. Hey, du weißt nicht zufällig, wo Sheep Creep ist, oder? Er ist das tapferste Schaf von allen. Das aus den Legenden, das schließlich seine Art in den Sieg über die Unterdrückung durch die Büffel führt. Ups, da habe ich den Mund wohl zu voll genommen. Vergiss alles, was du gehört hast. Aber wenn du Sheep Creep siehst, sag ihm, er soll vorbeikommen. Gut, Sheep Creep haben wir ja. Mit dem sprechen wir den Sheep Creeps mal in die Falle tun, uns herbeizurufen. Sheep Creep. Sheep Creep, schön dich zu sehen, Kumpel. Ich fürchte, ich habe unschöne Neuigkeiten. Die Büffel sind auf eure alten Weiden marschiert und weigern sich zu gehen. Hast du genug Mumm, um die anderen Schafe zum Sieg zu führen und die lästigen Büffel zu vertreiben? Wirst du dein Schicksal erfüllen? Denke schon, oder? Vor allem Kumpel, war der nicht immer böse? Komisch. Siehst du? Die Büffel haben Außenposten auf der ganzen Weide. Aber mit gezielten Schüssen auf die Felsen, auf denen sie stehen, können wir sie besiegen. Das Problem ist nur, wir haben nichts zum Beschießen. Und da kommt dein Mut ins Spiel. Weißt du, ich habe mir gedacht, wir könnten, dich mit diesem Katapult abfeuern. Es ist nur ein bisschen gefährlich und könnte auch Spaß machen. Wie bei einem Karussell. Oder so. 3, 2, 1. Halte B zum Laden der Kraftanzeige und lass B zum Feuern los. Okay, ja, dann los. Also los! Kacke. Toller Schuss! Oh! Weit verfehlt! Nicht übel! Ich kann sie geplant. Oh. Nicht
euch übel. Vorbei. Weit verfehlt. Okay, ich habe getroffen. Das ist gar nicht so schön, so einfach. Ja, habe ich. Ich habe es sehr gut. Toller Schuss. Hier treffe ich das hier weg. Oh, falsch. Weit oh, nee, verfehlt. Das wollte ich gar nicht. Oh, tschüss. Da hier. Daneben. Das war nicht daneben, das war gefahren. Okay, ich sehe nicht raus. So kacke nochmal. Daneben. Beschwungen. Ja, jetzt geht's. Weit verfehlt. Ja, so wie dazu. Oh. Weit verfehlt. Oh nee. Dass ich drücken, wie das weitergeht und dabei hat es gar keinen Einfluss. Jetzt habe ich's. Toller Schuss! Ich würde sagen, das wird zu hoch rum. Weit verfehlt! Yes, geschafft! Megatreffer! Gut gemacht, Sheep Creep. Du hast die Büffel von diesem Land vertrieben und den Schafen die Freiheit geschenkt. Ja, den Schafen die Freiheit geschenkt. Wenn man denkt, dass früher die Schafen die Böse waren. Freiheit ist zwar die größte Belohnung für ein Schaf, aber das ist auch nicht schlecht, oder? Lebe wohl, Sheep Creep. Ich werde über deine heutigen Heldentaten schreiben. Okay, jetzt bin ich braun geworden. Wie dazu? Ob es hier weitergeht? Geht sogar weiter. Fluge Sophia. Da gibt es uns Vergünstigungen bei Kaufen von weiteren Upgrades. So, 2% gespart. Okay, da war nichts. Willkommen, Skylander. Ich habe ein Team Mabu-Arbeiter zusammengestellt, die die Brücken reparieren, damit wir den Berg belagern können. Das Problem ist nur, dass ich in solchen Situationen immer ziemlich energisch klinge und sie mit meinem Tonfall verjagt habe. Du musst hinter ihnen her, Skylander. Überzeuge sie, dass wir was zu tun haben und sie sich nicht in Häusern verstecken dürfen. Das können sie später noch machen. Na super. Er baut die Scheiße nicht auf sie ausbauen. Okay, ich gebe es zu. Ich hatte wirklich total Angst und verstecke mich. Verklag mich doch. Aber jetzt, wo du hier bist, überlege ich so langsam, ob ich dir da draußen nicht doch helfen soll. Denk an deinen Mut, Knuckles. Mut! Okay, ich bin dabei. Hallo da draußen, liebe Trolle. Geht es euch allen gut? Okay, vielen Dank. So, es war vom Radio. Ich habe gedacht, woher kommt das jetzt? Sein Sinn, dass man plötzlich mal so länger steuern darf. Gut gemacht. Jetzt müssen wir nur noch zwei von den kleinen Kerlen finden. Und die wollen wir nicht finden, sehen wir ja schon. Ich habe keine Angst oder so, Skylander. Ich habe mich nur in dieser Zelle hier eingesperrt. Wozu hat ein normales Haus überhaupt eine Gefängniszelle? Aber wenn du diese Tür hier aufsprengen kannst, dann helfe ich dir. Versprochen! Gut, haben sie hier eine Bombe rumliegen. Hat man schließlich in jedem normalen Haus zu Hause. Ich treffe aber nicht, ey. Sowas von schlecht. Viel
Vielen Dank, Skylander. Und jetzt an die Arbeit. So, schon auf mit dem Tiers. Da geht's wohl weiter. Bumm, Blitz! Noch ein Mabu, dann können wir loslegen. Klar, da war was versteckt, wenn ich gesehen habe. Ich lebe schon seit Jahren in diesem Berg und ich habe nie gesehen, was hinter dem Tor liegt. Ich gehöre nicht zum schicken Magie-Element und sehen kann ich auch nicht. Aber ich habe von einem speziellen Hut da drin gehört. Du kannst dich gerne nach ihm umsehen, falls du sehen kannst. Okay, wir müssen jetzt einen Magie-Skalender haben vom Swath-Team. Trap-Team. Du benötigst einen Trap-Master vom Magie-Element, um dieses Tor zu öffnen. Kurz schauen, ob ich überhaupt schon einen besitze oder nicht. Auf Anhieb fällt mir keiner ein, nämlich. Magie-Element, ich habe hier meine alle Skalender schön aufgelistet, aber ich sehe gar keinen Magie. Ne, vom Magie-Element besitze ich noch keinen Trapmaster. Dementsprechend bleibt uns dieses Schloss leider verschlossen. Schade. Entdeckt und doch für uns nicht erreichbar. Aber immerhin kann niemand sagen, ich hätte es nicht gesehen. Gefunden hätten wir es. So, jetzt fährst du hier schon an. Okay, ist da nichts mehr. Wo ist den letzten hier noch? Drüben ist ein Seelenstein. Hi, howdy, Skylander. Ich stecke hier ein kleines bisschen fest. Ich weiß nicht genau, wie ich das geschafft habe, aber ich komme hier oben nicht weg. Kannst du vielleicht hier raufkommen und mich von der Kante runterführen? Ich schubse dich gleich runter. Oh, Schurkenskalender. Falsch. So viel dazu. Lass ich sich das mal alleine an. Seelenstein gefunden, Gusto. Dementsprechend werden Gusto da gleich herbeirufen. Weil so können wir eigentlich ihn wirklich upgraden bis zum Ende und wir haben alle Items da, die wir dafür brauchen. Okay, ich muss den nochmal drauf tun, war aber zu schnell. Der hat zu viel, das kann ich weiß es. Okay, Skylander, ich bin bereit für die Arbeit. Schau mal kurz die Vorstellung, tust du an. Wir sehen uns draußen. Genau, und jetzt wechseln wir uns. Rockkonzert! Und wer ist denn Skylander? So wusst du. Höhen und Tiefen! So, das funktioniert so gar nichts. Das hier ist kein Geheimnis. Hätten wir es jetzt entdeckt. Ne, hier ist nichts. Gut, der kann nicht wahr sein. Okay, erster Punkt der Tagesordnung. Das Tor öffnen, das uns daran hindert, dem Chompy Mage die vier Buchstaben zu versohlen. Na los! Ja! Okay! Wieso? Trinkt der vier Chompy Mage Buchstaben. Popo. Ja, wir sehen gerade, wir haben gerade wieder die
Ich sehe, dass hier noch was. Aber egal, werdet ihr gleich sehen. Wir haben die Folge zu Ende wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir noch ein Like da. Schaut auch beim nächsten Mal wieder ein. Das heißt Skylander Trap Team. Bye bye.